Meine Damen und Herren, Sie erinnern sich vielleicht daran, dass wir ein Experiment mit dem AirTrack durchgeführt haben zur Illustration des ersten Newtonschen Axioms. Des zweiten Newtonschen Axioms, das da lautet, Kraft ist gleich Masse mal Beschleunigung in dieser etwas spezialisierteren Form, wo wir davon ausgehen, dass die Masse konstant bleibt, so wie es in der klassischen Mechanik praktisch immer angenommen werden kann. Dieses zweite Newtonsche Axiom gestattet auch, die Einheit der Kraft festzulegen. Und ich bin nicht sicher, ob ich das letztes Mal auch wirklich explizit aufgeschrieben habe. Die Einheit der Masse kennen Sie, das ist das Kilogramm. Die Einheit der Beschleunigung wissen Sie auch, Meter pro Sekunde, also Meter pro Sekunde Quadrat. Und daher ist die Einheit der Kraft gleich Kilogramm Meter je Sekunde Quadrat. Und damit man nicht so viel schreiben muss, sagt man dazu Newton. Ein Newton. Und entsprechend dieser Gleichung, die also aus dem zweiten Newtonschen Axiom sich ergibt, bedeutet das also, eine Kraft von 1 Newton wird einer Masse von einem Kilogramm die Beschleunigung 1 Meter je Sekunde Quadrat erteilen. Das ist es, was wir unter der mechanischen Krafteinheit verstehen. Diejenige Kraft, die einer Masse von einem Kilogramm die Beschleunigung 1 Meter je Sekunde Quadrat erteilt. Vielleicht zusätzlich auch noch erwähnt, wir hatten den Impuls, P ist M mal V, dementsprechend ist die Einheit des Impulses Masse mal Geschwindigkeit, also Kilogramm Meter Sekunde hoch minus 1. Und nachdem der nicht so häufig vorkommt, hat man dem keine zusätzliche eigene Einheitenbeschreibung gegeben. Nun, ich schreibe die Gleichung noch einmal her. Letztes Mal am Ende der Vorlesung haben wir diese Gleichung in der Weise illustriert experimentell, dass wir eine bestimmte Masse eines Reiters hier betrachtet hatten und diese Masse dann mit unterschiedlich großen Kräften beschleunigt haben. Und wenn man da eine doppelt so große Kraft anwendet, bei der gleichen Masse, dann erwartet man aufgrund dieser Beziehung auch eine doppelt so große Beschleunigung. Und die Beschleunigung, die kann man bei einer derartigen eindimensionalen Anordnung sehr leicht ermitteln, weil aus der allgemeinen kinematischen Beziehung ergibt sich für eine eindimensionale Bewegung das S gleich A halbe T² ist, jetzt alles in Beträgen geschrieben, weil wir nur eine Richtung hier haben. Und daraus kann man die Beschleunigung sofort ermitteln. Das A ergibt sich damit auch als 2s durch T². Und wenn man nun den gesamten Weg konstant hält für das Experiment, dann ist das S konstant und Sie sehen, dass die Beschleunigung bei einer gleichförmig beschleunigten Bewegung und bei Null Anfangsgeschwindigkeit
zum Zeitpunkt Null, alle diese einfachen Anfangsbedingungen, dass dann die Beschleunigung proportional zu 1 durch t Quadrat sein wird, wenn t das Zeitintervall ist, das verstreicht vom Anfang mit Geschwindigkeit 0 längs der, während der gleichförmig beschleunigten Bewegung bis hin zum Ende dieser Wegstrecke s. Also durch Messung dieses Zeitintervalls t können wir dann sofort auf die Beschleunigung schließen. Und worum es uns ja gegangen ist, war, dass wir nachgeschaut haben, wenn man also die Kraft verdoppelt, dass dann auch die Beschleunigung doppelt so groß sein wird. Die Beschleunigung eben aufgrund dieser 1 durch t Quadrat Abhängigkeit, wenn das eine Konstante ist hier, ermittelt. Dabei ist herausgekommen, dass es nicht hundertprozentig funktioniert hat, sondern dass wir eine circa 20 oder 18-prozentige Abweichung gehabt haben. Da gibt es mehrere Gründe dafür. Die Kraft, die haben wir uns ja hier so verschafft, dass wir da ein Fallgewicht betrachten und dann mit zwei Umlenkrollen dieses Fallgewicht dann dazu benutzen, hier während der ganzen Bewegung dieses Reiters hier eine konstante Kraft wirken zu lassen. Und dabei darf aber nicht übersehen werden, wie einer der Kollegen sehr scharfsinnig gesehen hat, dass dieses Fallgewicht selbst ja auch eine Trägheit aufweist. Und dieses Experiment nur dann einigermaßen quantitativ stimmen kann, wenn dieses Fallgewicht eine Masse hat, die klein ist gegen die Reitermasse. Wir wählen das ja auch so, dass diese Fallgewichtchen, diese Gewichtsstücke, die wir da verwenden, klein sind gegen diese Reiter, die da hier so stehen. Dennoch ist es nicht ganz vernachlässigbar. Und daher kommt es auch, dass nicht wirklich genau der Faktor 2 herauskommt, den man erwarten würde, wenn man da einfach die Fallgewichte verdoppelt, also ein zweites gleich großes Fallgewichtsstück dazuhängt. Und mit einer ähnlichen Problematik kämpfen wir natürlich auch jetzt, wenn wir den zweiten Teil dieser experimentellen Illustration des zweiten Newtonschen Axioms darstellen werden. Und da bin ich also wieder angewiesen auf die Zusammenarbeit mit den beiden Kollegen, die das in dankenswerter Weise da für uns vorbereiten und zeigen. Das ist wirklich ein ziemlich komplexes Experiment, wenn man das quantitativ durchführen möchte. Was wir nämlich jetzt machen wollen, ist, wir werden diesmal die Kraft konstant halten. Jetzt lassen wir die Kraft konstant. Und das ist eigentlich vielleicht sogar das noch illustrativere Experiment. Deswegen setzen wir es auch ans Ende von dieser Serie hier, damit Ihnen das besonders klar wird. Wir betrachten also stets die gleiche Kraft bei unseren Experimenten, indem wir da halt gerade zwei so Fallgewichte hier auflegen und das nicht ändern. Und was wir dann doch ändern, ist die Reitermasse, das heißt die Masse M des Körpers, der da beschleunigt wird. Und das wird Ihnen hoffentlich besonders anschaulich zeigen, dass eben mit diesen Massen, die diesen Reitern zukommt, dass mit diesen Massen eine Trägheit, eine Widerspenstigkeit sozusagen verbunden ist. Weil der Reiter, obwohl die gleiche Kraft auf ihn wirkt, sich einfach, wenn er eine größere Masse hat, dann auch weniger leicht beschleunigen lässt. Masse charakterisiert die Trägheit eines Körpers, sprich den Widerstand, den dieser Körper einer Beschleunigung seiner selbst entgegensetzt. Und wir werden das also so machen, dass wir da einmal einen Reiter und dann zwei zusammengehängte Reiter betrachten. Und jetzt möchte ich direkt übergeben, dass Sie uns das bitte vorführen. Gut, am Aufbau hat sie zum Freitag, also zum Donnerstag nicht viel geändert. Sie musste nur kurz den Lautsprecher abdrehen, ich höre mich da selber im PC. Vielleicht noch zur Ergänzung, nicht nur
die Masse der Fallgewichte muss mitbeschleunigt werden. Wir haben ja da auch die Umlenkrollen und diese Umlenkrollen müssen ebenfalls in ihrer Winkelgeschwindigkeit beschleunigt werden und verfälschen dadurch das Ergebnis. Gut, als erstes werden wir das probieren mit einem Wägelchen der Masse sozusagen 2. Okay, starten wir mal mit Masse gleich 2. Genau. Oh, Mist. So, wenn wir das da oben wieder repariert haben, nehmen wir 2 Wägelchen mit Masse gleich 2. Geht? Okay, 3,51 Sekunden. Also schauen wir noch, was das bedeutet. Wir müssen also 1 durch t Quadrat hernehmen. Da haben wir 2,61 zum Quadrat und 1 durch. Das macht 0,147. Und andererseits 3,51 zum Quadrat und 1 durch 0,08. Naja, also ich glaube, es ist wieder das, was wir auch letztes Mal gesehen haben. Es ist ungefähr, aber nicht genau. Denn wenn wir das 0,081 genau genommen mal 2 rechnen, haben wir 0,162. Dem gegenüber steht das 0,147. Sie haben ganz gut gestoppt. Eben, ja, es funktioniert. Es passt also. Und Sie haben wieder die Situation, dass es nicht ganz ein Faktor 2 ist, weil eben ja sowohl bei dem Fall eines Reiters als auch zweier Reiter immer die Trägheiten dieser anderen Massen dazukommen. Und wenn man in Zähler und Nenner was addiert, dann wird der Bruch natürlich entsprechend kleiner. Also Sie sehen, es passt wieder bis auf einen gewissen Faktor von 15-20% gut zusammen. Merken Sie sich insbesondere, und das ist ein Hauptgrund für diese Experimente, die wir Ihnen hier vorführen, dass Sie gesehen haben, wenn man nichts ändert, insbesondere nicht die Kraft, die von den Fallgewichten geliefert wird, und man erhöht die Masse, dann verringert sich die Beschleunigung bei gleichbleibender Kraft. Die Masse charakterisiert also den Widerstand gegen die Beschleunigung. Das mögen Sie sich bitte hier von diesem Experiment merken, und es passt eigentlich quantitativ gar nicht so schlecht. Vielen herzlichen Dank. Also damit haben wir das zweite Newton'sche Axiom interpretiert, und ich möchte jetzt noch ein weiteres Experiment am Airtrack Ihnen vorführen, und das hängt zusammen mit einem weiteren Axiom, das ich Ihnen als nächstes aufschreiben möchte. Bei dieser Grundlegung der Mechanik fehlt nämlich noch etwas. Wir hatten im ersten Newton'schen Axiom überhaupt gar keine Kraft, die da wirkt, und haben nur beschrieben, was passiert, wenn ein Körper kräftefrei ist. Naja, dann bleibt er in Ruhe oder verharrt in gleichförmig geradliniger Bewegung. Dann, das war dann das nächste, haben wir einen Körper mit einer auf ihn wirkenden Kraft betrachtet. Da haben wir uns da beholfen mit diesen Fallgewichtsstücken, wo uns da eine entsprechende Kraft da über Umlenkrollen von einem Faden her zur Verfügung gestellt wird. Wie reagiert er auf die Wirkung einer Kraft? Und jetzt kommt es noch an drauf, dass man sich überlegt,
was passiert, wenn zwei Körper miteinander in Wechselwirkung stehen. Eine Situation, die es in der Physik in vielfältigen Zusammenhängen gibt und die dann eigentlich ganz wesentlich ist für das Verständnis mechanischer und allgemein physikalischer Vorgänge. Wenn man also zwei Körper hat, wir betrachten also zwei wechselwirkende Körper. Wechselwirkende Körper bedeutet, dass sie eben aufeinander eine Kraftwirkung ausüben, also dass sie sich gegenseitig in ihrer Bewegung beeinflussen. Und entscheidend ist, dass man da jetzt weiß, in welcher Weise sie das tun werden. Und das kann man mit Hilfe dieses Airtracks in einer sehr schönen Weise darstellen, indem man hier zwei solche Körper betrachtet und damit man das besonders deutlich sehen kann, zwei Körper mit gleich großen Massen. Und wenn diese Körper jetzt nicht unter dem Einfluss irgendeiner anderen Kraft, zum Beispiel da über diese Umlenkrollen da mit Fallgewichten beaufschlagt werden, sondern einfach nur sich selbst überlassen bleiben, aber miteinander wechselwirken, dann werden Sie sehen, was sich daraus für ein Ergebnis zeigt. Und dieses Ergebnis werden wir dann anschließend in Form eines weiteren Newtonschen Axioms auch an die Tafel schreiben können, wenn ich bitten dürfte. Ja, also zwischen den zwei Wägelchen, die die gleiche Masse haben, ist einfach eine Feder gespannt. Die sind mit einem Schnürl zusammengebunden, also das Schnürl steht auf Spannung. Der Paul wird jetzt dann mit einer Lötlampe das Schnürl durchbrennen. Und somit sollte eigentlich so möglichst mit wenig Impuls auf eins von den Wägelchen übertragen werden durch die Lötlampe. Was aber auch nicht immer funktioniert, es strömt Gas aus und dieses Gas kann natürlich beschleunigend auf die Wägelchen wirken. Man muss halt möglichst schön gerade hineinhalten. Es gibt keine idealen Experimente. Man kann nur bei Experimenten mit einiger Erfahrung und Geschick ganz allgemein, nicht nur gerade hier, sich bemühen, störende, systematische Fehler klein zu halten. Ja, und beim Durchbrennen des Schnürls expandiert dann die Feder und stößt die Wägelchen, wenn möglich. Na, nicht vorher schon sagen. Okay, okay. Wenn wir sehen, was passiert. Aber beachten Sie auch eben visuell, was da jetzt mit diesen beiden Reitern passiert, auf die keine äußere Kraft wirkt. Nur sogenannte innere Kräfte zwischen den Körpern, aber nicht von außen. Das ist wichtig. Nun gut. Okay. Gut, probieren wir es einmal aus. Die berühmten Lötlampenexperimente. Okay. Passt. Ich habe 0,91 Sekunden. Na bitte. Also da haben wir 0,93 gegen 0,91. Also Sie sehen, diese beiden Reiter sind in entgegengesetzter Richtung, aber mit gleichem, im Wesentlichen bis auf wenige Prozent gleichem Geschwindigkeitsbetrag unterwegs gewesen. Danke sehr. Ja, danke. Also was haben wir gesehen? Können wir es? Was haben wir gesehen? Wir haben gesehen, dass wenn nur innere Kräfte wirken, dass zwei gleich große Reiter in entgegengesetzten Richtungen gleich stark beschleunigt wurden. Na, das heißt, es müssen die gleichen Kräfte gewirkt haben, betragsmäßig, aber richtungsmäßig entgegengesetzt gerichtet, weil der eine ist nach links davon geflogen und der andere nach rechts.
Also das ist eine wesentliche Aussage, wenn innere Kräfte wirken und keine äußeren Kräfte. Und das können wir dann entsprechend so darstellen, dass wir also davon ausgehen, wir haben da einen Massenpunkt oder Körper mit Masse M1, da einen zweiten mit Masse M2, die haben da eine Verbindungsgerade und es ist das Ergebnis das, dass die beiden Kräfte, die Kraft, die der Einser am Zweier ausübt und die der Zweier am Einser ausübt, dass die entgegengesetzt gleich groß sind. Also wenn es zum Beispiel anziehende Kräfte wären, was ja vorkommen kann, dann ist diese Kraft die Kraft F2,1. Das ist die Kraft, die seitens des Körpers mit Masse M2 auf den Körper mit Masse M1 ausgeübt wird. Und die Kraft, die dann der Körper 1 auf den Körper 2 ausübt, also F-Pfeil 1, 2, dass diese Kräfte stets betragsmäßig gleich und entgegengesetzt gerichtet sind. Und das dritte Newton-Axiom heißt auch der Wechselwirkungssatz. Oder der Reaktionssatz. Also das erste war der Trägheitssatz, das zweite das Aktionsprinzip und das Reaktionsprinzip oder der Reaktionssatz. Und das lautet also im Wesentlichen, dass für die Kräfte auf zwei wechselwirkende Kräfte gilt, für die Kräfte auf zwei wechselwirkende Körper gilt, dass diese beiden entgegengesetzt gleich sind, also F1,2 ist gleich minus F2,1. Das ist also der Reaktionssatz und hat also eine auch ganz fundamentale Bedeutung für die Mechanik. Ich möchte betonen bei diesem Satz, dass der etwas allgemeiner ist als das, was ich hier gezeichnet habe. Es steht nämlich nur drinnen, dass diese beiden Kräfte entgegengesetzt gleich sein müssen. Es wird aber nicht ausgeschlossen, dass diese Kräfte nicht etwa auch anders als in der Wirkungslinie wirken könnten. Also man könnte sich denken, die eine greift da so an und die andere dann so. Wieder ist die Kraft entgegengesetzt gleich der. Das steht in diesem Reaktionsprinzip nicht drinnen. Es ist nicht hier vermerkt konkret, dass die Kräfte längs der Verbindungsgeraden wirken müssen. Also entweder beide nach innen, wenn es anziehend ist, oder beide nach außen, wenn es abstoßend ist. Das war eher das Abstoßende, was wir hier gesehen haben, durch diese Feder, die die beiden Körper auseinandergetrieben hat. Nicht? Aber es ist, dieses Prinzip beinhaltet nicht, dass das in einer Wirkungslinie sein muss. Aber in der überwiegenden Anzahl der Anwendungsfälle wird man das auch noch hinzufügen. Und wird also auch noch verlangen, dass die Wechselwirkungskräfte zwischen zwei Körpern in deren Wirkungslinie verlaufen müssen. Und wenn man das voraussetzt, kann man dann einige Prinzipien, die man daraus folgert, dann auch beweisen. Bei manchen dieser Beweise, das werden wir im Einzelnen nicht durchführen, braucht man diese Voraussetzung, bei anderen nicht. Das ist also das dritte Newton'sche Axiom.
Nun, wir haben jetzt mehrfach von Kräften gesprochen und mit den drei Newtonschen Axiomen auch wichtige Eigenschaften dieser Kräfte festgelegt. Aber eine wichtige Sache möchte ich auch noch erwähnen, und das können wir auch Ihnen experimentell vorführen, und zwar die Eigenschaft, wie sich Kräfte addieren lassen. Und dazu lassen Sie sich bitte kurz ausholen. Sie alle wissen, sicherlich schon aus dem Gymnasium, aber auch natürlich jetzt aufgrund Ihrer mathematischen Einführung beim Herrn De Lago etc., wie Kräfte, wie Vektoren addiert werden. Und zwar nach dem Prinzip, wenn man einen Vektor A betrachtet und dann einen Vektor B, dann legt man den Vektor B so an, dass der Anfangspunkt an die Spitze von dem A kommt und der Vektor A plus B ist dann auf diese Art und Weise bestimmt. Das wissen Sie alle. Und das bedeutet konkret in der Anwendungspraxis in der Physik, dass solche Additionen dann so stimmen, wenn diese Vektoren Verschiebungen entsprechen. Man verschiebt zunächst längs eines Vektors A und dann weiter längs eines Vektors B, dann ist das die Gesamtverschiebung. Solche Verschiebungen werden in der Physik bei den Bahnkurven durch Ortsvektoren oder Änderungen der Ortsvektoren, solche Delta R, wenn Sie sich erinnern, dargestellt. Das sind Vektoren, die Verschiebungen entsprechen. Daher werden die auch wirklich so vektoriell addiert. Nun, die Geschwindigkeiten und die Beschleunigungen ergeben sich aber unmittelbar aus diesen Verschiebungen, indem man sie nach der Zeit einmal oder zweimal differenziert, indem man also den Limes mit durch Delta T dividiert bildet. Das heißt, diese Eigenschaft der Addition muss dann daher für Geschwindigkeiten und für Beschleunigungen in gleicher Weise weiterhin gelten. Und dann aber, wenn man jetzt außerdem diese Beziehung betrachtet, wo diese Beschleunigungen und die Kräfte ja nur durch einen konstanten Faktor miteinander verbunden sind, kann man auch davon ausgehen, dass Kräfte sich vektoriell addieren. Und das ist eine Sache, die durchaus wichtig ist, vor allem bei Anwendungen, wo es um statische Verhältnisse geht, wo mehrere Kräfte an einem Körper angreifen und es soll so sein, dass dann die Gesamtwirkung aller dieser Kräfte gleich Null ist. Eine statische Situation. Sie werden sich vielleicht denken, ist ja höchst uninteressant. Aber wenn Sie auf einer Brücke stehen zum Beispiel, dann sind Sie schon froh, dass das System, in dem Sie sich befinden, statisch ist. Es wäre vielleicht interessanter, wenn es dynamisch ist, aber dann fallen Sie runter. Dann bricht die Brücke zusammen. Also in vielfältigen Zusammenhängen wünscht man sich ja statisch ausgewogene Systeme. Und damit man das gut verstehen kann, dass mehrere Kräfte, die wo wirken, so wirken, dass in Summe die Situation statisch bleibt, muss man wissen, wie überlagern sich solche Kräfte. Wir haben jetzt überlegt, aufgrund dieser Verschiebungen und der Definitionen, es wird wohl so sein, dass die Kräfte sich vektoriell addieren lassen. Aber das können wir Ihnen auch vorführen. Mit einem sehr hübschen Experiment, um das ich jetzt bitten würde. So, machen wir es da ein bisschen finster. Machst du oder ich? Ist ja gut. So, Sie sehen da irgendeine weiße Wand mit ein paar Gewichten und ein paar Schnürlen. Die Sache ist folgendes, wir haben hier einen Knotenpunkt. Das Ganze ist an sich beweglich. Und in diesem Knotenpunkt wirken jetzt mehrere Kräfte. Sie sehen, ich habe da eine Gewichtskraft von jetzt Hausnummer 4, wenn wir unsere Gewichte ansehen. Über diese Umlenkrollen kriege ich die zwei weiteren Gewichtskräfte von links und rechts.
Wobei die Wirkungslinie der Kräfte in einer Schnur kann nur entlang der Schnur sein. Also die Wirkungslinie dieser beiden Kräfte ist festgelegt durch die Schnur. Wenn wir hier sehen, diese zwei Gewichte haben in Summe die Masse 2, diese zwei Gewichte haben in Summe die Masse 3. Jetzt natürlich, dass das System in Ruhe sein muss, darf auf diesen Knotenpunkt keine Kraft wirken. Das heißt, die vektorielle Summe dieser drei Gewichtskräfte muss 0 ergeben. Und daraus ergibt sich sozusagen ein stabiler Endzustand. Wir haben das da in so einem Parallelogramm auch eingezeichnet. Also die Kräfte haben 2, 4 und 3. Wenn ich das da reinhalte, passt das ganz genau hinein. Ich glaube, das demonstriert sehr schön, wie die Kräfte sich vektoriell da addieren. Okay. Vielen Dank. Bitte. Das sucht sich seine Stelle selbst, wo eben die Kräfte sich gerade ausgleichen. Die Winkel müssen sich so einstellen, dass eben die Vektorsumme dieser beiden Kräfte, die da so wirken, gerade entgegengesetzt ist dieser Kraft da hinunter, sodass dann letztlich die Summe der Kraft und der Kraft gerade 0 ergibt. Und das konnte man mit diesem Parallelogramm, das man da hier dazulegt, sehr schön zeigen. Man kann natürlich dann andere Gewichtsstücke drauflegen, dann stellt sich das anders ein und Sie werden mir sicher glauben, dass das dann wieder funktioniert. Das ist aber schon wesentlich. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass Kräfte sich gerade so addieren, wie wir das für die Addition von Vektoren heute so festgelegt haben. Andererseits aber, meine Damen und Herren, und das bitte ich Sie besonders zu beachten, das zeigt Ihnen eben, wie wichtig das Konzept des Vektors mit seinen verschiedenen Verknüpfungen, insbesondere der Addition, aber auch dem Skalarprodukt, in der Physik ist. Weil eben vielfältige Größen in der Physik sich gerade so verhalten, wie wir es bei Vektoren vorgesehen haben. Bitte. Aber wenn die linken zwei Massen der inneren Masse entsprechen, dann wäre der Winkel 90 Grad, oder? Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, was Sie meinen. Ja, wenn die. Wir haben jetzt links Masse 2 und rechts Masse 3. Das heißt, Massen sind unterschiedlich. Darum stellt sich der Winkel ein. Und wenn jetzt die linke und die rechte Masse gleich wären, dann wäre der Winkel 90 Grad. Die Frage ist, ob der Winkel 90 Grad wird, wenn diese beiden Massen gleich sind. Also der Winkel wird nicht unbedingt 90 Grad, aber das System wird symmetrisch. Es ist ja noch so, wenn man da gleich große Kräfte hat, kommt es immer noch darauf an, wie groß diese Kraft wird. Okay, dann wäre M1, 2, M3, 2 und in der Mitte hätten wir 4, dann wäre 90 Grad. Ja, also ich glaube, wir brauchen das nicht näher auseinanderzusetzen. Das sind einfache geometrische Situationen. Wenn man bei einem solchen Parallelogramm die entsprechenden Seiten entsprechend wählt, dann kann man auch ein Rechteck draus machen. Gibt es zu diesem Experiment noch irgendwelche Unklarheiten oder Fragen? Nein. Na, dann wollen wir also fortsetzen. Wir haben also jetzt uns eine gute Basis geschaffen, um die Mechanik weiter ausarbeiten zu können. Und das Erste, was wir jetzt tun werden, na, ich gehe vielleicht auf die andere Tafel rüber, ist, wir werden einmal eine wichtige Folgerung daraus ziehen. Wir gehen noch einmal auf das zweite Newtonsche Axiom zurück. Wir betrachten Folgerungen aus den Newtonschen Axiomen. Ganz wesentliche. Jetzt möchte ich das Newtonsche Axiom, das zweite, wieder in der Form aufschreiben, wie wir es ursprünglich aufgeschrieben hatten. dP nach dt ist gleich f.
Oder, was das konkret bedeutet, Kräfte sind Ursachen von Impulsänderungen. Nun, daraus ergibt sich unmittelbar eine Folgerung, die so einfach ist, dass ich mich gar nicht traue, sie speziell hinzuschreiben. Trotzdem ist sie außerordentlich wichtig. Bei dieser Gleichung können wir speziell den Fall untersuchen, wenn die Kraft hier, die hier wirkt, gleich Null ist. Die äußere Kraft, die auf den Körper angreift. Und wir kriegen dann, wenn die äußere Kraft F-Pfeil verschwindet, dann, ja, was ist dann? Dann ist dp nach dt gleich 0 oder der Impuls p ist konstant. Und das nennt man den Impulserhaltungssatz, einen ganz wichtigen, grundlegenden Satz der Mechanik, den Erhaltungssatz des Impulses. Sie sehen in dieser einfachen Form, Erhaltung des Impulses, ergibt er sich ja geradezu trivial aus diesem zweiten Newtonschen Axiom. Allerdings, und das erfordert ein bisschen mehr Rechnerei, was wir hier aber nicht durchführen werden, ist es so, dass diese Gesetzmäßigkeit, die Erhaltung des Impulses, auch noch weiter gilt, wenn man nicht nur einen einzelnen Massenpunkt, sondern ein System von Massenpunkten betrachtet, die alle auch miteinander wechselwirken können und wo äußere Kräfte wirken können. Und man folgert dann auch, dann braucht man allerdings auch den Wechselwirkungssatz, man folgert dann auch, dass der Gesamtimpuls, also die Summe aller Impulse, aller Teilchen, dieses Schwarms von Massenpunkten, der Gesamtimpuls dieses Systems, auch konstant bleibt, wenn die Summe aller äußeren Kräfte auf diese Körper gleich Null ist. Also die gesamte äußere Kraft gleich Null ist. Innere Kräfte, also Wechselwirkungen zwischen den Teilchen, dieses Schwarms von Teilchen, können dabei durchaus vorhanden sein. Die kann man also dann behandeln unter Verwendung des Wechselwirkungssatzes. Also ich schreibe hier dazu, gilt auch für den Gesamtimpuls eines Systems von Massen. Punkten. Gesamtimpuls eines Systems von Massenpunkten. Die Voraussetzung ist dann aber die, dass eben die gesamte angreifende Kraft, die Summe aller äußeren Kräfte, die auf alle diese Teilchen in diesem Schwarm da wirken, gleich Null ist. Dieser Satz hat eine Form, der sehr typisch ist für Erhaltungssätze. Unter einer gewissen Bedingung wird eine Größe erhalten bleiben. Hier, wenn die äußere Kraft verschwindet, dann ist der Impuls konstant. Oder verallgemeinert auf ein System, wenn die gesamte äußere Kraft auf ein System von Massenpunkten verschwindet, dann ist die Summe aller Impulse, also der gesamte Impuls dieses Systems, konstant. Das ist also der erste von den mehreren Erhaltungssätzen der Mechanik.
Wir werden weitere kennenlernen. Ein besonders wichtiger ist natürlich der Energieerhaltungssatz. Und den werden wir allerdings an den Schluss setzen, weil der Begriff der mechanischen Energie gar kein ganz einfacher Begriff ist. Also hier beim Impuls haben wir hier einmal eine ganz wichtige Anwendung. Und dieser Impulserhaltungssatz, der hat also mehrere Anwendungen, insbesondere bei Stoß- und Strahlvorgängen. Das werden wir dann ebenso wie auch mit dem Energieerhaltungssatz am Ende dieses Kapitels hier dann behandeln. Jetzt allerdings möchte ich Ihnen schon auch hier ein Experiment vorstellen, wo man diesen Impulserhaltungssatz illustrieren kann. Dieses Experiment ist jetzt wieder so ein Lötlampenexperiment, aber etwas modifiziert. Wie Sie hier schon sehen, haben wir hier auch zwei so Reiter, die miteinander wechselwirken können über eine solche Feder, und gegenwärtig sind sie noch verbunden mit einem dünnen Faden, der dann durchgebrannt wird. Aber diese beiden Reiter haben unterschiedliche Massen. Der hat die Masse 1 Einheit, der hat die Masse 2 Einheiten. Das heißt, wenn wir jetzt so vorgehen wie vorhin beim Wechselwirkungssatz, dann können wir die zunächst einmal in Ruhe stehen haben und dann den Faden durchbrennen. Und wenn nun dieser Impulserhaltungssatz Geltung haben soll, dann muss man davon ausgehen, wenn das System am Anfang in Ruhe war, der Impuls des gesamten Systems aus den beiden Massenpunkten, den beiden Reitern hier, in Summe gleich Null war, wenn die da ja eben in Ruhe sind. Und jetzt brennt man den Faden durch und es wirkt ja nur eine innere Kraft mit Hilfe dieser Feder zwischen den beiden Massen, aber keine äußeren Kräfte. Wir haben da keinen Faden, der wieder über die Fallgewichte geht, oder es bläst da niemand drauf, oder es kein Magnet in der Nähe aufgestellt, würde auch nichts helfen, weil das eh Aluminiumstücke sind. Also jedenfalls, wir haben nur innere Kräfte. Ja, wenn man also nur innere Kräfte und keine äußeren Kräfte hat, wenn die äußere Kraft verschwindet, dann muss der Impuls konstant bleiben. Das heißt, wenn er am Anfang Null war, muss er Null bleiben. Na, wie kann er aber Null bleiben, wenn die beiden auseinanderfliegen? Indem die zwei Impulsvektoren entgegengesetzt gleich groß sind. Sie werden sich jetzt schon überlegen können, Sie haben ja schon Erfahrung, die größere Masse wird mit der gleichen Kraft weniger stark beschleunigt werden. Die kleinere wird stärker beschleunigt werden. Und man muss davon ausgehen, aufgrund dieses Impulserhaltungssatzes, dass also die Geschwindigkeit der kleineren Masse größer sein muss, damit die Impulse wieder gleich sind. Und daran sehen Sie auch schon, dass solche Erhaltungssätze eine sehr angenehme Eigenschaft haben. Man kann aufgrund dieser Erhaltungssätze schon von vornherein relativ einfach Aussagen über das Verhalten von manchmal auch etwas komplizierteren Systemen treffen. Wenn ich einfach nur weiß, der Impuls muss Null bleiben und ich weiß, was der Impuls ist, Masse mal Geschwindigkeit, kann ich mir sofort überlegen, was werden denn dann die Geschwindigkeiten sein müssen, wenn die Impulse beider Massen die gleichen, betragsmäßig die gleichen bleiben müssen. So kann man also aus einem Erhaltungssatz unmittelbar etwas auf das Verhalten von Systemen aussagen. Und das wollen wir uns bitte anschauen. Okay. Na gut, 2,81. Also 1,6, 2,81. Na ja gut, damit müssen wir jetzt leben. Okay, also, die erste Masse ist die da herüben, das ist die kleinere. Masse 1, die zweite Masse hat 2.
die erste Zeit, haben wir es jetzt noch, die Zeiten? Also, machen wir da noch ein T1 und ein T2. Da haben wir also 1,6. Und da haben wir, was haben Sie gemessen? Oh Gott, das ist jetzt eine gute Frage. 2,81. 2,81. So, die Geschwindigkeiten sind reziprok mit den Zeiten, weil ja gleiche Intervalle, räumliche Intervalle durchlaufen werden. Also die Geschwindigkeit ist die reziproke Zeit, 1,6. Reziprokwert ist 0,625. Und da 2,81. Reziprokwert 0,36. So. Und damit bekommen wir Masse mal Geschwindigkeit. Einmal das ist 0,625. Und da haben wir 2 mal 0,36 ist 0,72. Naja. 0,72. Mit den etwas reduzierten experimentellen Möglichkeiten, die wir jetzt haben, müssen wir heute halt diese Genauigkeit als genügend ansehen. Sie sehen jedenfalls, dass der Impuls in beiden Fällen ähnlich ist. Was damit zusammenhängt, was ist denn jetzt passiert? Ich glaube, hinten hat er ausgeschaltet. Ah, okay. Keine Zusammenbrüche. dass der Impuls betragsmäßig bei den beiden Massen ähnlich ist. Die größere Masse, doppelt so große Masse, hat ungefähr die halbe Geschwindigkeit. Masse mal Geschwindigkeit ist daher betragsmäßig gleich groß wie bei der kleineren Masse. Okay, also vielen Dank. So viel also zu Impuls. Jetzt gibt es eine andere wichtige Größe, über die ich auch jetzt mit Ihnen sprechen möchte. Die können wir aber nicht am Airtrack zeigen, nämlich den sogenannten Drehimpuls. Der Drehimpuls ist eine Größe, die uns zu einem weiteren Erhaltungssatz führen wird. Wir werden diesen Drehimpuls jetzt in der Punktmechanik nicht besonders intensiv benötigen, wohl aber dann, wenn es um die Untersuchung der Eigenschaften von ausgedehnten, starren Körpern und ihren Rotationen geht. Aber da brauchen wir dann gewisse Grundlagen bereits, die wir hier besprechen. Der sogenannte Drehimpuls. Der Drehimpuls hängt in einer einfachen Weise mit dem Impuls zusammen. Wir nennen ihn L und dieser Drehimpuls ist nichts anderes als das vektorielle Produkt des Ortsvektors und des Impulsvektors eines Teilchens. Jetzt werden Sie sich wahrscheinlich denken, was ist das für eine merkwürdige Definition? Und damit es gleich noch merkwürdiger wird, hänge ich noch eine weitere dazu, die Definition des Drehmomentes. Das wird oft mit M bezeichnet und das ist dann R Kreuz F, wenn F die Kraft ist, die auf den Körper wirkt. Also aus dem Impuls wird der Drehimpuls durch eine solche vektorielle Multiplikation, aus der Kraft wird nicht die Drehkraft, so sagt man das halt nicht, sondern das Drehmoment wieder durch vektorielle Addition mit dem Ortsvektor. Dass man sich das einigermaßen anschaulich vorstellen kann, dazu möchte ich Ihnen kurz eine Kreisbewegung aufzeichnen. Eine solche Kreisbewegung, wo diesmal der Ursprung unseres Koordinatensystems, unseres Bezugssystems wirklich in der Mitte liegen soll.
Zu einem bestimmten Zeitpunkt befindet sich der Körper, der eine Kreisbewegung vollzieht, an dieser Stelle, und das sei hier der Ortsvektor dieses Körpers, dieses Massenpunktes, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das ist eine Masse m. Naja, die Achse da hier verläuft so senkrecht auf die Bahnebene dieser Kreisbewegung. Wir wissen daher, dass der Winkelgeschwindigkeitsvektor in etwa so liegen wird. Der Winkelgeschwindigkeitsvektor Omega ist ja parallel zur Drehachse, steht senkrecht auf die Bahnebene und die Länge gibt, wie Sie wissen, die Winkelgeschwindigkeit an. Naja, wenn der Körper sich bewegt, dann wird er eine derartige Geschwindigkeit haben und Masse mal Geschwindigkeit ist der Impuls. Wir gehen also davon aus, das hier ist der Impuls dieses Körpers auf seinem Weg längs dieser Kreisbahn. Naja, und wenn man jetzt R Kreuz P betrachtet, R Kreuz P, wo wir dieses R uns noch einmal da heraus verlängert denken, das ist jetzt das R-Pfeil, wenn es hier angreift, R P und R Kreuz P zeigt daher hier senkrecht hinauf, das ist das L gleich R Kreuz P. Und Sie sehen, dieser Drehimpuls steht senkrecht auf R und senkrecht auf P. Und wenn man den Ursprung hierher setzt, zeigt er also auch achsparallel liegt also hier an dieser Stelle in dieser geometrischen Lage. Für lineare Bewegungen kennen Sie diesen einfachen Zusammenhang, dass ja der Impuls P gleich ist M mal V. Und jetzt ist die Frage, kann man auch eine entsprechende Beziehung zwischen L und Omega herstellen? Entsprechende Beziehung für den Drehimpuls und die Winkelgeschwindigkeit. P und V, da geht das gut. L und Omega geht das auch. P und V sind immer parallel zueinander. L und Omega sind hier auch parallel zueinander. Aber wie Sie sehen werden in weiterer Folge, wenn wir uns mit der Bewegung von starren Körpern auseinandersetzen, werden die beiden Vektoren L und Omega nicht allgemein immer parallel zueinander sein. Im Allgemeinen L nicht parallel zu Omega. Und das bedeutet, dass man keinen so einfachen Zusammenhang hat. Und das ist ein Punkt, wo man bereits sehr am Anfang der klassischen Physik es mit Tensoren zu tun bekommt. Weil hier hängt es davon ab, dass diese Beziehung zwischen L und Omega, wenn die beiden nicht notwendigerweise parallel zueinander sind, dass diese Beziehung auch nicht mehr durch so einen einfachen Skalar dargestellt werden kann, sondern nur durch eine kompliziertere Größe in Form einer Matrix, und das nennt man dann den Trägheitstensor. Masse ist ja charakteristisch für die Trägheit linearer Bewegungen. Der Trägheitstensor ist dann charakteristisch für die Trägheit bei Drehbewegungen. Das ist also hier die entsprechende Bedeutung dieses Drehimpulses bei der Rotation von Körpern. Und was nun besonders wichtig ist, wir können natürlich diesen Drehimpuls auch nach der Zeit ableiten. Und wenn wir das machen, dann erhalten wir dl nach dt ist gleich. Und jetzt sehen Sie, da hat man ein Produkt. Wenn man das ableitet, verwendet man die Produktregel. Erster Faktor unverändert mal zweiter differenziert plus erster differenziert
mal zweiter unverändert. So schaut das also aus, wenn man diese Differenziation durchführt. Dieses dp nach dt ist aber gleich der Kraft. Und daher haben wir hier, dass das dl nach dt gleich ist r Kreuz f. Und was haben wir hier? dr nach dt, das ist die Geschwindigkeit v. Und dementsprechend haben wir hier die Geschwindigkeit vektoriell multipliziert mit dem Impuls. Der Impuls ist aber m mal v. Der ist parallel zur Geschwindigkeit. Daher ist dieser Term immer identisch gleich 0. Und es bleibt stehen, dl nach dt ist r Kreuz f und r Kreuz f ist das Drehmoment n. Sie sehen also, wir haben hier jetzt eine völlig analoge Situation wie beim zweiten Newtonschen Axiom. Die zeitliche Änderung des Impulses ist die Kraft. Die zeitliche Änderung des Drehimpulses ist die Drehkraft, also das Drehmoment. Und es ergibt sich damit auch die entsprechende Schlussfolgerung, wenn dieses äußere Drehmoment verschwindet, dann wird der Drehimpuls konstant sein. Das ist also der Drehimpulserhaltungssatz, der sich daraus unmittelbar ergibt. Aber den werde ich Ihnen, weil mir auch jetzt schon der Tafelplatz ausgeht, Ihnen morgen noch einmal dann erläutern. Merken Sie sich aber hier diese Beziehung. Vielen Dank.